Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Game of Thrones, die Telltale-Reihe. Ja, wir gucken sofort weiter, wir sind an der Mauer. Ich wollte nur kurz auf was hinweisen, und zwar, ich finde es ja schon sehr spannend, dass dieses Spiel irgendwie unter Grafikeinstellungen irgendwie nur hat hoch-niedrig und der Rest ist egal und egal, was man da nimmt, man sieht kaum was. Aber so viel Mühe haben sie sich dann doch gegeben, dass man, obwohl man das Spiel pausiert hat, ich habe euch das ja schon mal mit den Schneeflocken gesagt, aber guckt mal, wie hier der Wind pfeift und so, das ist richtig schön. Ich gucke da schon die ganze Zeit drauf, weil mein Kater noch schmusen wollte und ich den Part noch nicht beginnen konnte. Aber das ist wirklich, also, das ist cool. Aber ja, machen wir einfach weiter. Mit Garrett, der wieder böse reinguckt und alle töten wird, besonders Britt am Mittag, nee, am Nachmittag. Ist ja schon eine selbsterfüllende Prophezeiung, wir werden einfach Britt am Nachmittag. Big day tomorrow, isn't it? Off to Craster's Keep. Assuming you're not too busy looking for your North Grove. I thought you didn't believe in it. Not saying I do. But if it was real, can you trust Potter with it? Ask me. There's just something off about him. Aside from him being an oily thief, I mean. Like he's holding something back. Cotter's not a bad sort. I trust him. Even after he tried stealing your map? Do as you like. But if we're going out there tomorrow, in the middle of fucking nowhere, I'd want to know who I can trust. Finn, get back on watch until your relief arrives. They're late! You think Mance Rayder is gonna wait for them? Right! Asshole. And Tuttle, you've got torches that have gone out. Keep them lit. Let the wildlings know we're still home. Okay, also Wildlinge sind ja ganz normale Menschen. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe übrigens mal gegoogelt. Die Foresters kommen in der normalen Serie, wenn ich jetzt nicht falsch gegoogelt habe, nicht vor. Das heißt, die sind hier für die Telltale-Reihe quasi ein neues, eigenes, kreiertes Haus. Das habe ich rausgefunden. Aber die anderen Leute, wo ich immer zwischendurch mal sage, die kommen vor, die gibt's. Es sind ja auch bekannte Schauspieler, wie gesagt, ihr wisst, was ich meine, ne? So viel kennen wir dann alle doch irgendwie Game of Thrones, beziehungsweise haben es mal gesehen, dass wir irgendwie sagen könnten, ja. Okay, die Fackel ist an. Die machen wir auch an. Dann brennen wir alles nieder. Scheiß drauf. Die ganze Bude wird abgefackelt hier. Dann gucken wir uns natürlich die schönen Eisenholzschilde aus der Heimat an. Uncle Duncan brought these from Ironrath. Wonder if I'll ever see it again. Ja, wir nehmen den Schild, ne? That's Ironwood for sure. Das testet man, indem man gegentritt? Also ich bin ja jetzt keine Expertin, aber ich glaube, fast jedes Holz, gegen das ich gegentrete, wird dem irgendwie, also vor allen Dingen so, wird dem irgendwie standhalten. Hoffe ich. Ich probiere das jetzt besser nicht mit meinem Schreibtisch. Well, those will stop them. Ja, die sind lang und spitz. Der guckt aber auch ein bisschen, als hätte er es schon hinter sich, ne? So. Ah, Fackel, Feuer heiß. Eieieiei. Wie, und das machen die da? Der lungert da auf der Mauer rum und... Oh, jetzt kommt jemand. Jetzt kommt bestimmt Britt am Mittag. Oh, wir müssen die Fackel hier noch anzünden. Schnell, 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 schnell. So. This must hold up the lift. Probably fall apart if it wasn't frozen together. Ich wollte gerade sagen, der sieht jetzt aber nicht sehr stabil aus. Solid ice. This won't be melting anytime soon. Na, halt doch noch ein bisschen die Fackel ran. So, was kommt denn da? Jetzt kommt Britt. Pig Farmer. Ja, ich wusste es. 300 mile wall and you're still in my way. Wir bringen den um. Scheiß auf den Codex. Settled things on the way to Craster's. But this is even better. Oh fuck you, Britt. Still have some fighting spirit left in you, huh? I did duty to my lord back on that bloody farm. And for doing a proper job of it, what I get? Banished to the fucking wall.
haben wir beide was gemeinsam. I never did tell you about your father, did I? Jetzt werden wir provoziert. Jetzt geht's los. We bled him at first, like a pig. Seemed only fair he should feel what it's like. Near the end, he could barely breathe. Kept begging us to leave your sister alone. So I made sure he was still alive when she started screaming. It was the last thing your father ever heard. The more we sliced, the worse it got. You fucking shit! Komm, wir töten den und werfen ihn von der Mauer. Temper. Scheiß drauf. Too bad your father didn't fight like that. Might still be alive. And I thought you were going to make this easy. You're going to die for what you did. Jon Snow can't hold your hand now. Ach, bestimmt. Let's see if you scream like yours. Ist aber unfair, mir einen Dialog oft zu brummen oder einen Dialog zu sagen, während ich irgendwas drücken soll. Komm, bring ihn um. Töte ihn. Töte ihn. Wir töten ihn. You got lucky, pig farmer. Nein, wir töten ihn. You're going to slaughter me, like my man back at your farm. Ja. At least let me have my sword. Nein. Keep it interesting. Fuck you. You never gave my father any mercy. Oh, Mensch. Oh! Oh, nice. Oh, shit. Oh, fuck. Konnte ich das gewinnen? Ich glaube, ich konnte mich jetzt für das Schwert oder für den Kopf entscheiden. Oh, Mann, die schönen langen Speere. Fuck. Oh. Oh. Jetzt haben wir es geschafft. Oh ja. Oh ja, Boy. Oh ja, Boy. Fucking figures. At the hands of a fucking Forester. Ja. Du blutest auch schön wie ein Schwein. Gefällt mir. Just fucking finish it. Go on. Don't piss yourself on the way down. Tja, ne? Brüder und so. Scheiß drauf, ganz ehrlich. Och nö. Oh, der wird uns verpetzen. Finn! Ach. Ich dachte, das würde erst passieren, wenn wir diesen Nordhain, also wenn wir nach Norden gehen und den Nordhain suchen. Und dann können wir den irgendwo in der dunklen Ecke hinterm Busch fertig machen. Ach. Hey, guck mal, wer da so richtig gut zu Fuß ist. Our people are starving and afraid. The White Hills have driven them away from the Ironwood Groves. Out of the way! Hmm. And so they come to us, looking for food. Food we don't have to spare. How can we support an army and retain our position in the north? We can't even feed the people we see before us. It's like the dead of winter's come. And it doesn't look like it's getting better. No one has more fight in them than Asher. I'm sure he and Malcolm will find us. Meine Regierungstaktik als neuer Lord? Ich zähl einfach auf andere. Die werden's schon richten. The army we need. Well, I hope we can figure something out. As long as the White Hills are in our house, we have to be careful. Come on, you. Let me go. Oh. You can't do this. Good. You're here. Look. Look at this! Did you see what this girl did? She attacked my man like an animal. Bloody bit me. Yeah, now it's her turn. She's gonna get what she has coming to her. This won't go unpunished. Let go of me! She bit your man? How did that happen? Ja, was hat er denn gemacht? What did he do to her? That doesn't matter. It matters what she did. Ach, Alter. I saw him stealing from our kitchen. And I told him to stop. He laid his hands on me, so I bit him. Bloody wench.
I was only doing what had to be done. I warned you not to mistreat my men. Someone will have to answer for this. Do you hear me? Your men are out of control. That's the problem here. It's your people who don't know the order of things. This girl's as untamed as a wildling. Don't listen to him, Roderick. And if you can't rein her in, yeah, what about the rest of them? It's about time she saw a real lord again. Are you afraid of a young girl with all the armed soldiers you have? What? I'm not afraid. I want order. Und Mutter guckt schon wieder so besorgt. This house is in a shambles. Ja, dann geh doch. And the problem starts at the top, Roderick. Careful, boy. You yourself had the gall to strike one of my men. And that's the real problem with you foresters. You're too fucking proud. Always have been. It was bad enough when you were above us. And now it's even worse. Because you don't see how far you've fallen. Ich find's lustig, wie die Mutter wieder dasteht und so ein besorgtes Gesicht macht, nachdem es in der Halle alles herauprovoziert hat, was ging. Still high enough to look down at you. Talia, jetzt halt doch mal's Maul. Forgive her. Forgive her. The passions of youth. No one questions your authority, Griff. You have the power. Oh, I like him. You thought this was your man, Roderick? He's mine. A dog to be sure, but my dog. Bringt er den jetzt um? That's how I like to see you, foresters. Obedient servants! He's a loyal member of my house. A man of peace. And he deserves to be treated as such. You don't get it, do you? You foresters need to learn when you're beaten. You will learn some fucking humility. Or this won't be the last lesson I teach you, foresters! Have you no honor? I'll run you through for that! Stand down, Roiland! As you wish. I bet this makes you angry, eh? You probably want to get up and hit me. But we know how that would go, don't we? Now, are you going to be a good little forester, learn your lesson, and stay down? Roderick! Wie die Mutter wieder. Roderick! Die ist die Schlimmste, ich sag's euch. Die Mutter ist die Geilste von allen. Ach Mann, was machen wir denn jetzt? Oh, ich habe ja der anderen Ollen da versprochen, dass wir... Ach Mann, wir sollen ja für Frieden sorgen, aber es provoziert ja und eskaliert ja nur immer mehr. Wir müssen ja für unsere Leute einstehen. Ach, ich habe so langsam das Gefühl, das Spiel gibt mir nicht mehr lange die Chance, irgendwie aufmüpfig zu sein. Irgendwann passiert was. Aber wenn wir jetzt liegen bleiben und uns wieder alles gefallen lassen, dann nimmt da wahrscheinlich unsere Schwester mit oder so. Oh, ist das bitter. Ich weiß wie immer nicht, was ich tun soll, weil ich wie immer denke, irgendwer stirbt. I will not yield. You bloody snot. Why don't you fucking get it? Get up, Roderick. Stay down, my lord. Your brother Ethan didn't know his place either. Ramsay Snow taught him good. Talia here will meet the same end. Unless you're a good little forester, you learn your place and stay down. Oha. Some forester is gonna learn their lesson today. Wir bleiben liegen. Oh, I'll stay down. Für die Familie. Consider this even, girl. Your brother learned the lesson for you. You'd be wise to follow his lead. As would all of you. Your lord is a smart man. First in his line that understands. Now you need to understand too. You can be Lord Roderick, so long as we all know who holds the reins here. Come on! Heißt das jetzt, wir haben das jetzt gut gemacht und jetzt kommt wieder Mutter angeschissen. Ach, mein Junge. Guck mal, wie schnell er jetzt aufsteht. You did the right thing, my son. You had to submit. Da
geil. Die provoziert wirklich. Letzte Folge haben wir es gesehen, wie sie da steht. Hört jetzt auf. Das geht so nicht. Rodrik, die benehmen sich hier. Wir vertrauen gar keinem. Wir werden uns nicht unterwerfen. Und jetzt, ach, mein Junge, du hast das Richtige getan. Aye. A true lord. But we... Halt die Klappe, Talia. Let them win. Ja, und? Nur in der Kurzdistanz. In der langen Distanz nicht. Werden sie alle sterben. Sogar Sir Roiland hat gerade etwas grinsend geguckt. Oder der ist der Verräter, wer weiß. Wir müssen ja immer noch rausfinden, wer uns hier betrügt. Ach, Chapter 6, so schnell vorbei. Wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit wie im Flug. So, was ist denn jetzt hier an der Mauer? Aber da sind wir ja nicht, wir sind ja wieder immer noch Rodrik. You see that? He still acts like he rules the house. Tut er auch, Talia. He's let his guard down. So, did he get what he wanted? Or did you? Oh. At the time, I wanted you to crush him. He thinks he's won. But he and his men have gone soft now. They won't be ready when we do strike back. War denn da jetzt ein Zeitsprung dazwischen? Oder was ist das jetzt? Oder hat der gerade aufs Maul gekriegt und dann gehen sie beide auf den Turm, gucken runter und sie sagt, ja, jetzt glauben sie, sie haben gewonnen. Und er sagt, ja, die sind weich geworden mit der Zeit. Also, das gefällt dir. Und wenn du besser bist, Dinge werden anders sein. Ich fragte Ethan, nicht zu ändern, wer er war. Er promised, er würde nicht. Und schau, was passiert. Ich weiß jetzt, das war childish of me. Du bist wie deine Mutter, ganz ehrlich. Ich bin bereit, jetzt zu ändern. I'm willing to do anything to help our family. I mean it, Rodrik. I don't care what. That's good. I'm sure a time will come when our house will call upon you to do. Wir sorgen mal dafür, dass sie sich wichtig fühlt. But that time is not now. Genau. And I'm sure. Damit sie the others will do whatever it takes as well. Sich ein bisschen zurückhält und uns hier nicht die Nummer versaut. What you did, yielding to Griff, you had your reasons. But no one can know the future. Whatever tomorrow brings, Talia, the foresters will stand tall. We did it. I can't believe it. What are you waiting for? Was ist das? Achso, ja stimmt, das ist ja der Brief. Für die Foresters. Oh, das ist jetzt aber auch schwierig. Wenn wir ihn verbrennen, dann... Also das Spiel sagt mir ja quasi, ich soll ihn verbrennen. Aber ich glaube, es ist auch besser, wenn wir den verbrennen. Wenn der Tyrion, der wurde ja wirklich abgeführt, das haben wir ja gesehen. Wenn sie ihn versteckt, kann er gefunden werden. Ne, wir verbrennen. There's no good that can come from this. Not anymore. Ja. Damit fällt Mira schon mal raus. Auf die kann keiner mehr zählen. The Khaleesi will see you now. So, kriegen wir jetzt noch die Armee oder ist jetzt alles verloren? So, Asha Forrester. If you presume to speak of my dragons. Ich glaube, die kommt auch in der Serie vor. Die habe ich, glaube ich, mal gesehen. Choose your words carefully. Ja. Nice. Ich glaube, wir haben das Kapitelende erreicht. Yes. Next time on Game of Thrones. What have you done, Garrett? Frostfinger is calling for your head. Och nö. Tell me, Britt's death was an accident. Ja. Mira, what are you doing? Mira, just tell me what's going on. What are you hiding from me? We are weak. We have no allies. And Griff claims to be the new Lord of Ironwrath. There's been a raven from Lord Whitehill. He's invited us to Highpoint. Drogon wouldn't have attacked without reason. By order of the Queen! Fuck you and your Queen! Deal with your friend. Nothing ever stays in the past, Asha. Garrett. It's time to go. Hm.
Interessant. Okay, damit haben wir Episode 3 abgeschlossen. Ich zeige euch ja dann quasi jetzt gleich wieder, jetzt wird wieder gleich ein ultra toller Schnitt kommen und dann werde ich euch die Ergebnisse zeigen der Spiele und ja, dann bis gleich. Okay, dann schauen wir noch in die Ergebnisse rein von Episode 3. Wen hat Asha in der Höhle gerettet? Malcolm oder Beskar? Wir haben Beskar gerettet, sind damit in der Mehrheit, aber ganz knapp ist es sehr, sehr ausgeglichen. 49 zu 51. Die Entscheidungen hier sind übrigens aus dem Jahr 2020. So, hat Mira mit Tyrion gesprochen oder Tyrion? Das ist auch sehr ausgeglichen und wir gehören ja zu denen, die das nicht gemacht haben. Also auch zur Mehrheit in diesem Fall. Was hat Garrett mit Britt gemacht? Wir wissen ja alle, wir haben Britt die Mauer runtergeschubst. Dazu gehören wir, oder besser gesagt, da gehören wir aber nicht zur Mehrheit, sondern tatsächlich zu einer Minderheit, hätte ich nicht gedacht. Weil die Mehrheit ist weggegangen. Wir haben ihm einen schnellen Tod beschert und die sehr mindere Minderheit hat ihn leiden lassen. So, wie hat Roderick sich quasi mit Griff Whitehill, wie ist er mit ihm umgegangen? 68% haben sich quasi unterworfen, da zählen wir auch dazu. Und 32,4% haben das nicht gemacht. Und was ist passiert mit diesem Eisenholz-Alas? Den haben wir verbrannt und sind damit in der Minderheit. Die meisten haben Mira das einfach behalten lassen. Das ist interessant, Leute. Okay, das soll es gewesen sein. So, da sind wir wieder. Für euch war das... Für mich war das keine Zeit, aber für euch war das jetzt wieder eine kurze Einreihung der Ereignisse. Wir beginnen mit Folge 4. Do the dead frighten you? Eieiei. Also die Episode 4 heißt nicht so, aber das ist ein schönes Zitat. Und nein, sie frighten uns nicht. Also doch schon, wir haben Angst. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Angst. Previously on Game of Thrones. My father is planning to make a move against your family. He knows all your weaknesses, all your plans, because you have a traitor in your council. He's been sending a great deal of gold to someone in King's Landing. We were told we'd be speaking to Lord Tyrion alone. That's enough, Andros. Northgrove? That's just some shit story for little kids. I've heard stories. Old tales of a secret forest within a forest. Your lord knew what he was talking about. I'm part of the free folk. People round here call wildlings. My true name is Sarah Flowers. You're a bastard? It means a lot to be able to share that with someone. Someone I can trust. And if it isn't Elena Glenmore? You're not still marrying into this wretched family. I'm sorry. I'm going to tell Father the betrothal is off. Och, man. It's a long journey to Marine on foot. Marine? Shit. What? Unfinished business there. I don't want to talk about it. If you presume to speak of my dragons, you best choose your words carefully. Malcolm! Are you gonna be a good little forester? Learn your lesson and stay down? You can be Lord Roderick, so long as we all know who holds the reins here. The foresters need to keep their end of the bargain. Take the boy as your ward. Kill him if they give you any trouble. Oha, das heißt, der Bengel wird in dieser Episode. I never did tell you about your father, Problem. Did I? We bled him at first, like a pig. Das ist so gar nicht passiert. Das ist passiert. Was für eine Scheiße.
wo haben sie den denn gefunden? Hä, vor allen Dingen diese Wunde da in der Brust hat er nicht. Ist doch Quatsch, ich habe ihm doch den Arm weggesäbelt halt. Wie haben sie den denn da rausgezerrt? Hä? Aber wenigstens ist er wirklich tot. Oh, wir sind schon gefesselt. Mensch, Garrett. I knew you were a killer the day you arrived. Ja und? Seems Britt found out too. Nee, now Britt hat mich angegriffen. It. It wasn't my fault. He attacked me and we fought and you threw him clear off the wall. You told me what you did to get here. We both know you had blood on your hands. But now you've killed one of your brothers. Das war nicht mein You'll Bruder. Lose your head for this, Tuttle. You'll be disgraced, dishonored, and burned till there's nothing left of you. I swear by all the gods, old and new, this was an accident. I didn't mean for him to die. Das ist so eine schäbige Lüge. Ich hätte ihm sofort irgendeinen Gott so mit so einem Blitz umbringen müssen. Didn't mean it. Murder's Nein. in your blood. There's only one thing to be done with you now. Hey, Frostfinger. I saw what Garrett did to Britt last night. Oh, nö. Kommt jetzt der Kronzeuge oder was? I was there. My relief was late, so I stayed behind. I saw everything. Yeah, he was there. Then go on. What did you see, nö. Boy? Komm schon, wir sind doch mal Freunde gewesen. Garrett's telling the truth. Oh. Britt attacked him. Just like he said, Garrett had no choice but to fight back. There isn't a man at the wall wouldn't sell his own mother for the right price. You two are up to something. Oh nein. Some deal you worked out. That's impossible. Finn can't stand me. Because you're a fucking squire who thinks you're better than everyone. Enough! Garrett killed the man of the watch. There's a price to be paid for that. Hä, heißt das, man kann bei dieser Wache da jeden angreifen und wenn der einen dann umbringt, also egal, ob wer hier angefangen hat, so derjenige, der dann am Ende noch überlebt, der ist dann halt schuld. Let's go. Was denn das für eine Scheiße? I knew it was a mistake to make you a ranger. Frostfinger. What's to be done with him? We're heading to Crusted. You'll have to find someone else for your expedition. Nein, ich komme mit. Your man here still has a lot to answer for. Now out of the way, Snow. Nein, Give us a Snow. Moment. Hilf mir bitte. Snow. Wer von euch beiden hat wer von euch beiden hat mehr zu sagen? Garrett. I know you said you couldn't promise anything, but this. What happened? I thought you were smarter than that, Garrett. I thought you were going to be by my side at Craster's. This isn't right. Britt's the murderer. Ich lüge jetzt einfach wie gedruckt. Frostfinger has this all wrong. What Britt did to your family. Anyone would want him dead. But John, is there nothing to be done? Aside from removing Tuttle's head from his shoulders? No. Was ist denn das für eine Rechtsprechung? How is this any different? God's be with you, Garrett. Nein! We're down a man! So keep your eyes open! Now let's move! John! You can go begging to your gods all you want, boy. It's the axe has the final say. Was für eine Scheiße. Das finde ich nicht fair. Jetzt kommt wieder das Intro, was in Russland und Belarus oder so gesperrt ist. Also falls ihr irgendwelche komischen VPN-Verbindungen habt und den Server bei Russland laufen lasst und das Video hier nicht angucken könnt, obwohl dann wisst ihr ja auch diese Informationen nicht. Aber naja, dann könnt ihr es den Leuten sagen, die sich das fragen. Das Intro hier wird, warum auch immer, in dieser Region gesperrt. Ist das Original Game of Thrones Intro? Nee, kann es ja nicht sein, weil hier ist ja Eisen... wie heißt das? Eisenach? Nee, Eisen... Na, hier die Foresters. Aber die Mucke wird es wahrscheinlich, ja? Könnte man eigentlich auch rausschneiden, das Intro, aber...
Aber es ist halt einfach hübsch, das Intro. Muss man ja sagen, ne? So, des Winters. Ach du Scheiße. Ich muss vielleicht dazu sagen, für alle, die sich das fragen, warum das Spiel deutsch ist. Als es noch auf Steam zu kriegen war, war es nicht auf Deutsch tatsächlich. Da war es nur Englisch. Und ich habe aber über die Steam-Seite, über den kennt man ja, man kann bei unzähligen Spielen, die auf, nur auf Englisch oder so angeboten werden bei Steam, kann man trotzdem über den Workshop oder so sich, wenn jemand sich die Mühe gemacht hat, eine deutsche Übersetzung ziehen. Tja, und so hat das ja auch funktioniert. Und jetzt müssen wir der Ollen ihren geilen Drachen beschreiben, damit sie sich ein bisschen angesext fühlt oder so ähnlich. Was rede ich hier? Meine Güte. Do you know how many men have stood before me with false tales of my dragons? Desperate men, hoping for wealth, protection. Liars, every one of them. And I expect you are no different. You don't want to see what I do to liars. I wouldn't lie to you. You have my word. Your word means nothing. Not when it is so easily bought. Tja, war das ein Vogel? Oh shit. Are you frightened? I thought you'd seen a dragon before. Was hat die für ein geiles Zelt? Your reaction says otherwise. He's much smaller than the other one. Ja. Would you like to touch him? Unless you are afraid. Of course, a man who has really faced a dragon before may have reason to be afraid. Go on. Not a good idea, Asher. Nee, I think I'd rather not. You're smarter than you seem. I don't think he likes me. Then you were wise to keep your distance. You claim you saw Drogon. Give me a reason to believe you. Meine Fresse, sollen wir dir ein Foto machen? I've heard this story before. I'm going to need more than that. My friend has the burns to prove it. It's likely to leave a scar. Your dragon did this, Your Grace. Well, he wouldn't. You must have tried to fight him. What have you done to him? If you've hurt him... Hurt him? He attacked us. Drogon wouldn't strike without reason. You must have scared him. Ja, wir haben ihn auch erschreckt. He is not some kind of thoughtless beast. He's only a child. The men who were following us, the Lost Legion, they drew their swords and tried to fight him. And Drogon defended himself. So we somehow deserve to be burnt alive because your little baby was scared. Ich mag die Bershka. Your tongue is dangerously sharp, sellsword. Why did you come here? Warum you offer me nothing but lies. To what end? You want gold? A title? My undying gratitude? Okay, warte mal, ich möchte die Zweitgeborenen haben. Ich benötige eure Hilfe, ich muss den Mord an meinem Bruder rächen. Hä? Was heißt denn, ich möchte die Zweitgeborenen haben? Wen meint denn der damit? Das verstehe ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen mal What do you want from me, Asher Forrester? My little brother was murdered in front of his family and our youngest is still held against his will at our enemy's house. What is it you expect me to do? We need to hire an army. An army? If you could spare some of your sellswords. Please, if I also came here looking for an army. But what I found were the cries of children and people suffering in chains while their masters profited from their misery. My sellswords will help me free the slaves of Meereen. Oh, Gottchen. That is their mission. Your need is not greater than theirs. These are people who have suffered for years without end. I would only need a few men. Those who follow Croft could come with me, the rest are yours. They are all mine. Oh, there must be something I can do to convince you. As we speak, my men prepare to enter Meereen.
What they are about to do is much bigger than you or I. Bigger than one family back in Westeros. So, unless you think you can storm Marine and free all the slaves yourself... Alter. You have nothing more to offer me, Croft. You may leave. That's but it. Your Grace. Warte mal, ich stand einem Drachen gegenüber. Ich kann mit Marine fertig werden. Wir sind die besten Schwertkämpfer in Essos. Beshka kennt die Stadt. Ich glaube, die letzte Antwort ist eher so ein... Wir stoßen sie vor die Pritsche oder auf die Pritsche. Ach man. See them out. I faced a dragon and lived. Nothing in Marine can be worse than that. How bold of you. You forget that is my dragon you boast of defeating. I said I survived, nothing more. And Beshka here, she has a history in Marine. Hat die Klappe Malcolm? What the hell? Is this true? Zum Glück habe ich das nicht gesagt. Yes. I lived in Marine for a time. On the eastern side of the city. Fucking bastard. Die werden noch richtig gute Freunde. Aber immerhin, das hat sie jetzt überzeugt. So you wish to accompany them? You'd help the Second Sons. Guide them into Marine. I can't, Asha. This could be our only chance. Oh Gott, Is that what you're saying? You're really considering this? They could prove valuable. Boah. Ey, das ist doch zum Kotzen. Immer diese Drecksentscheidungen. I can only speak for myself. I'll go alone. She's the one who knows the city. She will accompany you, or you won't be going at all. I believe that's more than fair. You two will join Croft and his men. Get them into the city. Help them liberate Marine. And I will see that you are rewarded. But your uncle stays here. Warum? If I find you've lied put my men in danger. Naja. Das Übliche. Good. Croft will get you settled in. It's going to be a long night. Ach naja, Malcolm, setze dich damit an den Wegesrand. Kannst den Drachen streicheln. Vielleicht ist sie auch einfach nur scharf auf den Onkel. Das hast du gerade gehört. What's the problem with you and Marine anyway? Ja, jetzt erzähl doch mal. Erzähl. Get your armor patched up in here. Extra bedrolls if you need them. Piss buckets in the corner where it's always fucking been. Long time since we had a piss bucket. I spent 2 years trying to get where I am now. Don't fuck this up for me, Asha. Wisst ihr, was ich mir bei solchen Szenen, wo die sich so dicht mit dem Kopf so sind, die ganze Zeit denke? Boah, müssen die alle aus dem Maul stinken, ist das ekelhaft. Nail! Ach, und auch so am Körper, die stinken doch alle wie Hulle, erzähl mir doch nichts. Ekelhaft. Ich habe da noch keinen einzigen Zähneputzen oder sich waschen sehen. Mensch, schon wieder Kapitel 2 vorbei. Oh fuck, ich guck die ganze Zeit gar nicht auf die Zeit. Wir müssen auf die Zeit gucken, Leute. Der Part ist hier schon wieder zu Ende. Ach Mensch, wieder so viel Spaß gehabt, ne? Bla bla bla. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.